Ein wunderherzliches Sparres, mein Deutsch. Willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Super Mario Party. Wir hatten ja dieses Betrugsspiel, wo der kleine Gumpa, der es gerade schläft, das letzte Mal gewonnen hatte. You cry like a bitch. Und wir machen weiter mit dem nächsten Spielbrett, nämlich dem hier. Und dann war's das so. Das sind die vier, die es gibt. Jetzt gibt's noch einen. Es war sogar noch. Oder? Es gibt noch Kamex Tower und dann noch ein. Nein, sag mal. Die werden erst freigeschalten. Nein, aber das macht keinen Sinn. Eins, zwei, ach stimmt, die beendet werden müssen. Richtig. Stimmt. Das sieht geil aus, ne? Mal schauen, was. Aber es gibt noch andere Mode, die wir auch machen werden. Und ich mache ab jetzt immer so, es geht ja ungefähr eine Stunde, ich tue das Ganze in eigenes Dreipartes splitten. Mal sehen, wie wir es jetzt hier handhaben. Es geht immer so auf Augenmaß und cool, wann ich gerade Bock habe, aber die sieht goldig aus, ne? Kamex verkackt dazu. So. Das seid ihr ja, Abenteurer. Das letzte Spielbrett sitzt an. Oh, doch das letzte. Komisch. So, nein, die wissen die Regeln. Und dieses letzte nicht wirklich das Spielbrett, sondern Finale. Aber es gibt noch mehr, was man machen kann in diesem Game. Ja! Gumpa fängt an, dann kommt. Es sind einfach wieder dieselben Leute. Ja, liegt auch daran, dass ich bin ja auch dumm. Also, Startkapitel bekommt. Startkapital bekommt jeder 5 Münzen. Das ist Startkapitel. Ja. Da hinten am Arsch der Welt ist der erste Stern. Ich glaube, das City ist jetzt schon deutlich komplizierter aus hier, der ganze Spaß. Ach du Kacke. Ach, Sterne sind doch. Ja, wie geht's denn? 2 Sterne. 2 von Preis von 1 oder wie ist das? Das ist jetzt so heftig. Ich glaube, du musst hier du musst hier beide abholen für den Preis von 2. Heißt nichts mit 10 Münzen, sondern 20 Münzen für 2. Oh, wer geht hier immer auf Toadtip? Ich gehe hier gar nicht auf Toadtip. Einfach schnell mit Art Durstingsen. Toadtip, schwör. Was ist das? Immer noch Tor-Tipp. Nein. Nee, das bist du. Drück B. Talk zurück. Warum ist der Lakito? I would like. Sag mal, du kommst nie 10 Felder weit. Okay. Und lehn dich zurück, sonst hört man dich nicht. Okay, sehe ich ein, aber ich komme. 16 Felder. Nee. Mach doch einfach, Kind. Oh, Kacke. Da komme ich da oben raus. Da muss ich euch alle erstmal besiegen. Ach, das kann ich ja schon gut. Okay. Kurz ein bisschen zurück und in der Nähe von mir. Genau so. So, jetzt mach. You like that, didn't you? So, Geld oder bewegen. Beides ist geil und beides ist vonnöten. Du und bewegen? Friss Scheiße. Oh, gleich von Anfang an 6 Münzen. Okay. Oh, du 11 Münzen, aber verrat's kann. Hä? Ja, moin. So, na, eigentlich fällt es korrekt. Ist aber nicht gut. Sie hat keine Münzen eingesackt. Ja, dafür ist man weiter vorne. Ich hätte ja, Mario Würfel nehmen sollen. Du weißt ja, wie frustrierend es ist, wenn du an jemanden vorbeiläufst, der die Sterne gibt, du hast aber eine Münze zu wenig. Ja, stimmt, das weiß ich. Ja, schön verkackt, ist. Das würde ich auch nicht machen, by the way. Naja. Der Münzentornado wäre vielleicht noch eine gute Investition, aber. Graue an Gegner 5 bis 10 Münzen. Ganz ehrlich. Das wäre gut, um jemanden aufzuhalten, der kurz davor aus den Sternen zu kriegen. Eben, erstens und außerdem. Klaue in 5 bis 10. Das heißt, allein wenn ich in 5 Münzen klaue, habe ich keinen Verlust gemacht. Wir nehmen das. Das heißt drauf. Achso, meinst du, das geht auf dein Konto? Weiß ich gar nicht, glaube schon. Stimmt, heißt ja klaue. Jetzt habe ich eh da 6 Münzen, also. Ja, es geht ja aber um Sparen, nicht um 1 Münze plus machen pro Spiel. Um Spaß geht das. Und da ist die Rosalina. Ich
She cried like a bitch. Ich bin ein gestörtes Kind. David, können wir zusammenspielen? Nee, können wir nicht. Gleichmäßig gebräunt. Kletterkonkurrenten. Also ich bin persönlich nicht gut im Klettern, aber ich werde trotzdem besiegen, weil ihr scheiße seid. Senkrest halten. So. Jetzt halten halt erstmal so. Oh Gott. Hä? Also das, was man da machen muss, diese, das kennen wir schon. Sowas können wir, ne? Das sieht halt so richtig... Hä? Ich kapier's nicht. Das kennen wir, ne? Dieses hier, so. Warte mal, also wir müssen das drücken und dabei hochklettern. So machen, du kennst die Bewegung woanders her. Oh, jetzt, du bist so ein toxisches Kind. Ich bin aber auch nicht gut im Klettern. Eigentlich ist man immer gut im Klettern. Du, ihr seid scheiße gegen mich. Fresst selbiges. Ich glaube, du bist ein mini bisschen weiter oben als es. Ja, sag ich dann, mini bisschen weiter oben. Das war aber erst knapp. Er war einfach da oben drauf balanciert. Das heißt auf runterfallen. Wie bist du überhaupt drauf gekommen? Du hast keine Arme. Mit den Zähnen oder was? Mit den Zähnen, Alter. Der Gumball ist einfach zu krass für euch alle. Ja gut, aber immerhin bist du drauf gekommen. Ich glaube in Real Life... Ohne Arme und mit kleinen Stangen. In Real Life wurde die Stange so ein bisschen disabiegen. Na, Scherz. Das ist dein Arsch mit dir. Alles gut. Aber Mario. Was soll ein Gumball, was du jetzt hier rumreißt? So. Ruba. Ist jetzt in Unterhaltung pur. Das ist der Itemladen, möchte etwas kaufen. Indeed so. Kann dir München, Bitch. München. Boah, erst ein bisschen rammeln. Oh Gott. Darf ich Spielplatte? Nein, ja. Geh da, hast du ein Glücksfeld. Das bringt die mehr nicht so näher am Stern dran. Wie du das sehen kannst. Es bringt dir einfach mehr. Ernsthaft, es bringt dir mehr. Gib ihm Münzen, damit. Also, Daisy hat einen schlechten Scheiß genommen. Mit dem Ereignisfeld für sie, guck. Ja. Münzen geben, Pechfeld, Gefahr gilt für beide, ich hab ein Glücksfeld. Ich kann alternativ auch dran vorbeigehen, ne? Das weißt du schon. Nee, sie muss hier zahlen, das ist kein Feld. Nein, sie kann aber auch... Achso, sie muss dahin, oder was? Sie muss zahlen, sie muss Wegzoll zahlen. Und was, wenn sie dann in die andere Richtung weitergeht, einfach? Ist das abbiegen? Ich glaube nicht, dass das possible ist. Werden wir das sehen? Doch, das ist ein Abbiegel. Ja, doch, ich glaube, das ist eine schnelle Lösung für Leute, die Wegegeld zahlen können. Aber nicht für Leute, die Glück haben. Juhu! Ich will. Oder. Mehrere Turbo-Pilze. Jo, weil I like it. Damit kann ich abhauen oder schnell zum Ziel kommen, bevor jemand mir das Ziel wegschnappt. Und ich tue mir mal. Du nimmst schon wieder den Greenscreen wird weggehackt. Ja, little bit like it schon, ne? Man kann rüberkommen. Ein Giftpilz. Du, damit hat die mich doch irgendwann mal vergiftet, wie ich es immer so mit einem Freund gespielt habe. Zweimal hat diese so kleine Klötenfrau Mist da vergiftet. Ja, ich will jetzt keine Items einsetzen. Gib es mir auf. Warum sagt ihr das nur bei dir? Oh, legendär. Oh, krasse Sache. Dieser Würfel bringt mir krasse Lack. Sache. Würde ich nicht lang gehen. Das ist nur eine Verlängerung. Würde ich nicht lang gehen. Ja, ich will das. Hallo, Spielbrett funktioniert. Ja, komm, definitiv, ich gehe hier lang. Ganz, ganz klare Sache. Ui. Oh. Wer ist Topf, okay. Hat nichts verloren. Wer hier nicht Topf, hat hier nichts verloren. Das ist halt so ein Glücksalwürfel, ne? Ja, du musst aber auch Geld haben für die Sterne. Du hast 6. Naja, aber wenn ich jetzt ein Minispiel gewinne, hätte ich wieder genug Geld. Wenn du es gewinnst, wenn du in meinem Team bist, meinst du? Nein, ich gewinne es. Das Risiko geht es an. Aber das ist nur genug Münzen für einen Stern, heißt nicht, du kannst den Stern mitnehmen. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. So, mach jetzt wieder 10 Münzen.
Und wenn ich jetzt irgendwo gewinne. Oh nein. Vielleicht bekomme ich hier sogar einen. Yeah. Ich glaube, dass mein Luck. Oh nein. Aber ich bekomme Münzen. Ja. Siehst du? Fehlen mir nur noch 5 bis dann eventuell einen zweiten Stern, die Crab ist mir so. Oder Scheiß da. Aber nicht alle kriegen einen Münzenblock. Rosalina ist auch zurückgelassen und neglected. Was wird sie machen? Sie holt sich einen Giftpilz für einen von uns. Oh nein. Das ist, wir haben alle unseren, Alter, wir haben alle unseren Münzentrumpf. Rüstet ein bisschen nach hinten und das, nein, also, ja, gut, gut, gut. Wir haben jetzt alle unseren Münzentrumpf am Start. Siehst du so was? Sie ist mit dir auf dem Feld. Oho, ich bin so klein. Du kannst mehrere Turbopilze halten. Eins, zwei. Hab ich auch. Kannst du wohl lachen, wenn die 3 oder 4 bekommen hätte? Kann sie nicht. Es gibt nur 3 Items pro Typ. Das ist ein Argument. David. Pfannkuchenmädel. Wenn ich in diesem Spiel nicht komplett scheiße bin. Hallo? Bitte? Das ist ja voll easy. Warum klauen die sich immer die Sternsachen? Ja, hier, Stern für dich, du Stück. Gut gesagt. Okay. Ready for action. Let's aber go. Mario. Wieso? Kennst du das nicht? Hahaha. Du hast doch gewonnen. Ich hab gesagt, ich hab genügend Münzen zusammen. Krasser Sack. Ja, ist krasser Sack. Im Sachenklauen bist du halt immer noch der Beste. Ja, tu das. 24-7. Da bist du der Reichste. Hast die meisten Items gekauft. Und jetzt schreibe ich mir gleich 2 Sterne. Was bist du denn für einer? Außer andere machen es vor mir, aber das ist eher unwahrscheinlich. Ja, ja, unwahrscheinlich. Ich würde übrigens nicht auf eigenes Feld neben dem Hund steigen, by the way. Ja, das wäre nicht so intelligent. Stimmt, ich glaube, ich nehme jetzt so einen Turbopilz. Da komme ich definitiv ran. Gut, dass ich den gekauft habe. Nein, oh Gott! Kann man abbrechen? Nein. Ach, scheiße. Ah, so ein Müll! Ne, da kommt jetzt einer noch vor mir. Ach so, die da hinten, die ich mir. Ich wollte Turbopilz machen und dann auf den Goomba-Würfel gehen, wo ich auch Münzen kriegen kann und trotzdem 3 vorrücken. Ja, Mann. Aber nee, warte, ich kann das Item gewinnen, wo es mir überlegen kann, wie viele Dinger es würfelt. Der hat gerade. Wenn es ausgeht. Der hat den Würfel nicht mehr. Was? Null. Aber die Idee, die ich gerade habe, die ist übelst gut. Ich hätte den Würfel nicht mehr im Sortiment. Moment. Das funktioniert halt erst, ne? Jetzt überlegen wir mal beide zusammen. Mhm. Wenn wir erstmal das Spielbrett anzuhören. Mhm. Ich brauche bis zum Dings hier. Wie viel? 5, ne? Nee. 6. Mhm. 6. Das heißt, wenn ich jetzt hier Items nehme. Mhm. Und den Würfel nehme und die 6 auswähle, funktioniert das doch, ne? Ja. Go get him, bitch. Das heißt, ich nehme 6. Ich schwöre dir. Nimm so. Nicht beide mit. Das funktioniert, ne? Mhm. So. Ich hoffe, das geht es jetzt auf. Von dem, was ich mir eigentlich gerade gedacht habe. So. Du bist ein Miststück. Was ist denn hier, dass das Team läuft? Ich hole das alle ab. Du wirst umgeladen. Das ist mein erster Mal, bitte. Ich hätte ihn nicht als Bedrohung eingestuft, du Stück. So, jetzt bin ich eine Bedrohung. Ja, jetzt gibt es keine Sterne mehr für dich. Mal sehen, wie viel ein Stern kosten wird. Oh. 15 Münzen. Oh, kacke. Wird immer teurer, der Preis, oder was? Oh, ein Stern kostet jetzt 15 Münzen.
Oh, das wird tatsächlich teurer. Geh weiter, du. Ach, es gab hier, das Tor bleibt immer da. Ha, aber die, aber das Zeugs kann teurer werden. Ja, es wird die ganze Zeit teurer, würde ich sagen. Oder cool, das ist nur mal 2 Hub. David, du bist ein Mist. Aber ich verstehe tatsächlich das Prinzip dahinter. Guck mal, der Laden hat jetzt nichts mehr anzubieten außer einem Giftpilz. Ah, cool, das heißt, ich hab, war gut, dass ich erst abgeräumt hab, ne? Heißt, die hat sich jetzt für 6 Minuten. Oh Gott, sie hat sich jetzt für 6 Minuten direkt einen Gift. Und jetzt ist der Laden da. Die jetzt gleich wieder vernichten musste. Sie hat 6 Minuten. Oh Gott, ist sie dumm. Ist sie dumm? Warum ist sie so dumm? David, was hat sie getan? Warum tut sie das? Es ist ein CPU. Was hat sie für einen Grund dafür? Ich werde dich nie. Oh ja, 1 vs 3 Minigames. Auch mal interessant. Nicht auf die Glocke geben, dann ist alles gut. Bombminton. Oh Gott, ja, das ist geil. Oh nein. Ich bin halt trotzdem voll scheiße in diesem Spiel. Also, ich kann hier nichts garantieren. Ach doch, das ist OP hier. Man hat keine Chance. Ja, ich bin trotzdem scheiße hier drin. Guck mal, Daisy macht gar nichts. Ja, ist doch normal. Oh, Daisy ist so ein Stück Scheiße. Let's go. Ah, ich glaube trotzdem, ich werde wahrscheinlich nicht gewinnen. Rosalina, warum bist du so kacke? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Hier wird's Scheiße hier. Look at this shit. Die können gar nichts. Die steht da einfach nur. Die steht da nur und guckt zu. Ja, bei mir brennt hier viel zu viele an. Alarm. Achso, okay. Guck dir das an. Die stehen nur und warten. Ja, Mai, why not? Alter, irgendwie das unfairste Spiel der Welt. Ja, es ist es halt, ne? So, ist immer ein interessanter Spielstand. Du hast so viel Glück, die Runde, das ist so abartig. Ja, ist ja normal, ne? Du bist so eklig. So, und das war's mit dem Part. Du machst im nächsten Part weiter. Mach's gut, liebe Leute. Bis dahin und ciao. Ja, ciao.